Liebe Brüder, wir sind heute Nacht hier zusammengekommen, um ein uraltes Bündnis aus unserer Väterzeit zu erneuern. Dies zu aller Vorteil. Bitte, Walter. In Gottes Namen. Amen. Das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen dauernde Geltung gegeben werden. Darum haben alle Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit des Tales Schwyz und die Gemeinde der Leute der unteren Talschaft von Unterwalden im Hinblick auf die Arglist der Zeit zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und außerhalb nach ihrem ganzen Vermögen zugesagt gegen alle und jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Unrecht an Leib oder Gut antut. Diese Ordnungen sollen, so Gott will, dauernden Bestand haben. Zur Urkund dessen ist auf Verlangen der Vorgenannten diese Urkunde gefertigt und mit den Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und Täler bekräftigt worden. Geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August. So lasst uns nun den Eid der Väter schwören. Wir wollen sein, wir wollen ein sein, einig Volk von Brüdern. Waren und er den Tod als in der Knechtschaft leben.